Willkommen zurück, liebe Gaming-Freunde, zu einer neuen Folge Cyberpunk 2077. Ja, eigentlich wollte ich euch noch eine schöne Demo über Little Nightmares 2 zeigen, aber die Steuerung war so unter aller Sau, dass ich das dann abgebrochen habe. Also so eine beschissene Steuerung, da habe ich keinen Bock drauf. Also ich habe da dann zigmal versucht, da an diesen blöden Galgen zu springen mit dieser kleinen Figur. Denn das Spiel an sich ist ziemlich geil. Auch die Story fand ich richtig nice. Auch mit dieser Lehrerin da, also es ist eine richtig spannende, coole Horrorgeschichte, aber die Steuerung ist so beschissen. Tut mir leid, also da wird es kein Let's Play auf meinem Kanal zu geben bei so einer Steuerung. Da müssen sie auf jeden Fall nochmal ran von Bandai Namco ist das, glaube ich, genau. So, aber von einer schlechten Steuerung zu einem recht guten Spiel, und zwar sind wir hier wieder bei Cyberpunk. Ich wollte eigentlich noch mal eben wieder nach Hause gehen. Hier. Oh Gott, wie geht man denn jetzt noch wieder Mission verfolgen? Weil ich bin so dermaßen schwer, ich muss unbedingt Sachen loswerden. Nebenmission, Gefahr, Mittel. Eieiei, hier sind richtig viele Missionen. Hey, du. 60, 80 Meter. Okay, wir gehen da. Also ich muss unbedingt Sachen loswerden. Ich bewege nämlich wie ein alter Opa hier. Wir sollen uns jetzt mit Takemura treffen. So, vorsichtig mit den Autos hier. Okay. Müssen wir hier rein? Ich darf hier absolut nichts mehr aufnehmen. Das ist so. Ach, da ist er. Das ging ja noch einigermaßen. Ja, wie bist du denn drauf, Mädchen? Okay. Du siehst besser aus. Während der Autofahrt dachte ich, du schaffst es nicht. Was genau willst du von mir? Als erstes musst du mir sagen, wo ich Evelyn Parker finde. Evelyn? Wofür brauchst du sie? Sie und Yorinobu Arasaka hatten eine intime Beziehung. Sie weiß, wo er angreifbar ist. Ich wollte eh mal mit ihr reden. Sie hat mir ihre Hilfe versprochen, um den Chip loszuwerden. Darauf solltest du nicht vertrauen. Sie ist wahrscheinlich schon lange verschwunden. Dann hast du deine Frage selbst beantwortet. Sie ist nicht mehr hier. Warum glaubst du, dass sie dir mit dem Chip hätte helfen können? Hilft dir ein anderer Konzern? Keine Ahnung. Evelyn wusste viel über den Relic. Darunter massig vertrauliche Informationen. Sie war schwer zu durchschauen, hatte aber diese Durchtriebenheit von Konzernagenten. Du weißt schon. Würdest du mich auch als durchtrieben bezeichnen? Hey, du wurdest rausgeschmissen zu den anderen Außenseitern. Schon vergessen? Tut mir leid, dass ich dir nicht helfen konnte. Ich sollte dann los. Hey, warte. Ich brauche dich. Yorinobu Arasaka muss für den Mord an seinem Vater bezahlen. Du willst Gerechtigkeit? In Night City? Ich will Rache. Weitaus realistischer hier. Ich habe Verbündete, um Yorinobu in die Knie zu zwingen. Ich brauche nur Beweise. Und du denkst, sie glauben einem Söldner? Mehr habe ich nicht in der Hand. Und ich kenne hier niemanden. Bin auf der Flucht. Werde gejagt. Also was? Wir spazieren einfach ins Arasaka-Hauptquartier und schreien heraus, dass Yorinobu seinen eigenen Vater umgebracht hat? Wir bekommen eine Anhörung vor vernünftigen Menschen. An einem neutralen Ort.
Gewisse Prozeduren werden die Wahrheit ans Licht bringen. Ein Lügendetektor? Vergiss es. Dann wird's Zeit für Option B. Du stirbst. Hast keine Ahnung, wie du dich retten kannst. Ein Chip, der Relic, ist schuld. Arasaka-Technologie. Und nur Arasaka weiß, wie sie funktioniert. Dieser Konzern kann dich ebenso leicht retten wie verschwinden lassen. Du brauchst nur die richtigen Leute auf deiner Seite. Simple Politik. Das ist richtig. Du meinst Leute wie Anders Hellmann. Woher kennst du diesen Namen? Hab mich vernünftig auf den Job vorbereitet. Hellmann hat den Relic erfunden. Wohl kaum. Er ist nur eine Schachfigur. Ich dachte an jemand Mächtigeren. Außerdem hat Hellmann Arasaka verraten und ist entkommen. Was ist, willst du jetzt Fernsehen gucken oder mit mir schnacken hier? Überall dreckiger Saka-Abschaum. Hey, das wollte ich mir anhören. Schnauze. Niemand außer dir will den Scheiß über diese Konzernschlampe sehen. Was hast du gesagt? Soll ich's wiederholen? Lass gut sein, Takemura. Wenigstens einer von euch weiß, was gut für euch ist. Danke für das Angebot. Ich muss drüber nachdenken, aber ich melde mich. Ich brauche Zeit zum Planen, Organisieren. Wird sich für dich auszahlen, mir zu helfen. Ich will dich bitten, nicht die Stadt zu verlassen. Was? Warum sollte ich das denn tun? Ich brauche Hilfe. Und am ehesten finde ich die hier. Wer soll dir außer Arasaka-Experten helfen? Du hast keine Alternative. Wir haben doch gerade über einige gesprochen. Mit ein bisschen Glück finde ich Evelyn. Wenn sie dir vorher nicht helfen konnte, kann sie das jetzt auch nicht. Verbrecherkodex. Schon mal von gehört? Das habe ich. Ein seltsamer Ausdruck. Ganoven besitzen keine Ehre. Das würde Yorinobu so unterschreiben. Garantiert. Diese Parker wird dir nicht helfen. An deiner Stelle würde ich mir einen Plan B überlegen. Anders Hellmann. So heißt der Entwickler des Chips. Um den Relic loszuwerden, muss ich ihn finden. Und wenn ich dafür noch mehr Ärger mit Arasaka bekomme, drauf geschissen. Hellmann hat Arasaka verlassen. Hab selbst eine halbe Ewigkeit nach ihm gesucht. Er war, wie heißt es noch? Wie vom Erdboden verschluckt. Warum hast du Hellmann gesucht? Er war es, der Saburo auf Yorinobus Intrige aufmerksam gemacht hat. Er kannte sie beide gut und könnte ein wichtiger Zeuge sein. Konzernratten quietschen immer, wenn man sie am Schwanz packt. Mehrere Tage lang habe ich Informationen gesammelt. Alle Spuren führen zu einem Club, dem Afterlife. Ich wurde von der Königin der Fixer dort abgewiesen. Rogue. Weil sie dich für einen Konzerner hielt? Nein. Sie hielt mich für Saburosans Mörder. Rogue ist gut informiert und bekommt alles mit, was in der Stadt passiert. Vielleicht hat sie eine Ahnung, wo Hellmann steckt. Viel Glück dabei. Die Frau ist wählerisch, teuer und unverschämt. Ich kann nicht länger hierbleiben. Such ruhig nach Parker oder Hellmann, wem auch immer. Ich muss Freunde von mir um ein paar Gefallen bitten. Sobald meine Leute bei Arasaka bereit sind, zuzuhören, rufe ich dich an. Okay. Mhm. Na dann. Wenn du Hellmann tatsächlich findest, lass es mich wissen. Ich habe eine Rechnung mit ihm zu vergleichen. Oh, der schon wieder. Stepper, Packung und Dreck. Manche Sachen ändern sich nie in Night City.
Arasaka ist immer noch eine despotische Maschine und die Welt auf Kollisionskurs mit dem Chaos. Aber hey, wenigstens ist Rogue noch am Leben. Du hast echt Nerven. Erst willst du mich töten, jetzt willst du mein Kumpel sein? So tun, als wäre nichts passiert? Du weißt schon, dass du nichts laut sagen musst, um mit mir zu reden. Was willst du von mir? Hab nach einer Runde Nachdenken meine Meinung geändert. Will dich nicht mehr umbringen. Fick dich, Arschloch. Hey, ich hatte es auch schwer. Du bist auf einer Müllhalde aufgewacht, ich in deinem Kopf. Mitten in deinen Gedanken, Erinnerungen. Gleichstand, würde ich sagen. Ich habe einen Schritt zurückgemacht und nachgedacht. Wir könnten einander helfen. Am besten fangen wir mit Rogue an. Wir kennen uns schon seit Urzeiten. Warum sollte ich dir trauen? Sag's mir. Vertrau mir oder auch nicht, mir scheißegal. Ist echt das kleinste unserer Probleme. Du bist Vergangenheit, Arschloch. All deine Freunde sind entweder tot oder zu alt, um sich an irgendwas zu erinnern. Johnny Silverhand ist als Legende gestorben. Das vergisst niemand. Genau. Du kennst Rogue. Und was soll ich hier sagen? Mein sprechender Gehirntumor behauptet, er wäre ihr alter Kumpel Johnny? Glaub mir, Rogue hat schon dümmeren Scheiß gehört. Schon vor Ewigkeiten, als du nicht mal ein Kitzeln im Hodensack deines Papas warst. Spar dir das Gelaber. Ich hab deine Erinnerung gesehen. Widerlich. Überlass Rogue einfach mir. Die tanzt nach meiner Pfeife. Bring uns nur ins Afterlife. Es gibt kein Uns. Ruf Judy an. So, finde Evelyn in Lizzie's Bar. So, mal eben gucken, ob ich mein... Ach, mein Auto ist immer noch weg. Schuldi Alvarez, neuer Kontakt. Ich kann aber ja auch einfach ein Auto nehmen hier, ne? Soweit ich weiß. Da brauche ich ja Ewigkeiten hin. Kann ich den nicht einfach aus dem Auto rausziehen? Muss der nicht anhalten hier? Mal warten, ob da... Aber wobei, so weit ist das ja nicht. Ruft Judy an. Judy Alvarez. Okay, rufen wir mal eben an. Ich muss Evelyn finden. Eigentlich will ich nicht über sie reden. Weißt du, wo sie ist? Was habe ich gerade gesagt? Lass es. Ich werde mich nicht wiederholen. Können wir uns treffen? Bitte. Bist du im Lizzie's? Triff dich mit Judy. Automatic Love. Okay. Ich will mein Auto wieder haben. Okay. Ich versuche gleich mal im Auto hier irgendwo zu kriegen. Mit unseren 100 Sachen, die wir haben. Das finde ich ein bisschen doof, dass wir... Kann man das nicht irgendwie loswerden, den Kram, Krempel hier? Inventar. Panzerung. Aktion gesperrt. Schnellzugriff. Neu. Oh, ich hab ja zig Waffen hier. Das ist ja der Wahnsinn. Ich habe auch alles aufgehoben, was nicht bei 3 auf dem... Das Ding ist ja richtig cool hier. Ja?
Aber die hat mehr Wumms hier. Okay. Gibt's denn nicht irgendwo so eine Möglichkeit, wo man seinen ganzen Scheiß los wird hier? Ah, da braucht man ja ewig, bis man da ist. Habe ich jetzt auch nicht dran gedacht, dass ich da... kann ich ihm nicht seine Karre wegbringen? Wegnehmen? Das dauert ja ewig. Gib mir mal deine Kiste her hier. Kontrolle übernehmen. So, verzieh dich. Warum? Gib mir mal die Außenansicht hier, Baby. So. Mit dem Auto sind wir wenigstens einigermaßen schnell unterwegs. Sind wir hier richtig? Jo, hier sind wir richtig. Wenn die überhaupt schon aufhaben, weil die, da ist ja... Da sind wir schon richtig, ne? Da. Hey, guck mal. Verzieh dich, Macker. Keine Zeit. So. Aussteigen. Da müssen wir mal eben die Zeit hier auf ein bisschen vorspulen. Itemherstellung, Inventar, Karte. Oh Gott, wie ging das denn jetzt noch mit der Zeit hier? Oh, ich habe hier noch zwei Attributpunkte. Journal, Inventar, oh Gott. Ich muss mich ja nochmal ganz in Ruhe durch. Wir sind schon Level 8 jetzt. Passiv. Gesundheit regeneriert sich langsam im Kopf. Da kann man noch nichts machen. Ach, das sind alles Vorteilspunkte. Wo war denn die Zeit jetzt noch? Gottes Willen. Ach, da, warten. Da. Genau. Okay, jetzt machen wir mal... 8 Stunden dürften reichen, ne? Wie spät ist das? 11 Uhr, ja. Das müssen sie da aufhaben, oder nicht? Nachricht lesen. Check. Okay. Hey! Hab ich dich hier nicht schon mal gesehen? Ja! Ich hoffe, ich bin ja jetzt richtig. Das kann ich mir gut merken. Hier für ein bisschen Spaß. Okay, wir sind richtig. Was für ein süßes Hey, Baby! Alles klar bei dir, oder was? Komm schon, sei kein Langweiler. Hast du irgendwas Schönes hier? Oh, was für ein süßes kleines Gesichtchen. Ja, was für ein süßer, geiler Arsch. Küss meine Titten, du Freak! So, okay. Sehr coole Musik schon wieder hier. Boah, beleuchtetes Tablett, sehr nice. Okay, wir müssen hier lang. Fällt das nicht so oft, dass wir so voll sind? So, müssen wir hier rum. Das ist ein cooler Schuppen, muss man sagen. Warum sie so an ihr hängt. Hey, wo willst du hin? Hier gibt's nichts zu sehen. Verzieh dich. Ist ein Freund von Judy. Genau so ist es. Hier nach unten, ne? Richtig. Sicherer Bereich, sehr schön. Okay, gucken wir mal, was sie sagt. Schick
mir nicht jedes Joy-Toy, das du triffst, hier runter. Was zur Hölle soll ich mit all denen anfangen? Mach ich gar nicht. Muss unser Ruf sein. Wer Hilfe braucht, kommt halt her. Soweit ich weiß, leiten wir kein Heim für Obdachlose. Hab dich nicht so. Sie verdienen eine Chance. Könnte sich vielleicht... Wenn du es so mit Streunern hast, kümmer dich doch um deinen Gast. Sus, wir sind noch nicht fertig. Oh doch, und ob wir das sind. Hey, Babe. Wie sieht's aus? Du lässt einfach nicht locker, oder? Niemals. Hör mal, hast du Evelyn gesehen? Ich muss sie sprechen. Es ist wichtig. Wieso? Damit du sie zum Sündenbock für deinen verpfuschten Job machen kannst? Kannst du nicht einfach antworten? Ich muss Evelyn finden. Mehr brauchst du nicht zu wissen. Na, dann geh mal nach ihr suchen. Viel Glück. Hör zu, wenn du es nicht weißt, dann sag das einfach. Ich habe keine Zeit für irgendwelche Spielchen. Also ja oder nein? Okay, das reicht. Verzieh dich. Wenn's so dringend ist, geh ins Clouds und such da. Wo ist das Clouds? Das Zigarettenetui auf dem Schreibtisch. Da steht die Adresse. Nimm's und geh. Megatower? Wie dekadent. Blöde Kuh. Okay. Und da ist Johnny Silverhand wieder. Ist ein Puppenhaus. Ist Evelyn der Stammkundin? Eher eine Drohne. Glaubst du, ich bin eines Tages so aufgewacht? Das ist das wahre Leben, ein Märchen. Ich bin eine Frau. Es erfordert Opfer. Genau. Träum mal weiter. Oh, wo sind wir hier denn jetzt? Wenn wir schon mal hier sind, können wir noch ein bisschen was mitnehmen. Was starrst du so? Wenn du was zu sagen hast, spuck's aus. Oh, was für ein süßes Evelyn. Kleines Gesichtchen. Was für ein süßes kleines Gesichtchen. Zum Megagebäude H8, okay. Man hat mich Mr. Hands. Wenn du Jobs in Pacifica suchst, ruf mich an. Ich bin Wie. Was, kein Schön, dich kennenzulernen? Es ist mir eine wahrhafte Ehre. Wenn du Jobs suchst, ruf an. So. So, meine Lieben, an dieser Stelle, genau, an dieser Stelle würde ich sagen, machen wir unseren nächsten Boxenstopp und sehen uns in der nächsten Folge wieder. Habt eine schöne Zeit, bis zum nächsten Mal, lasst auf jeden Fall einen Daumen da, abonniert den Kanal, ciao, ciao.